in der Klinik am Südring. Die nächste Patientin von Assistenzärztin Julia Buschmann kommt auf höchst ungewöhnlichem Wege in die Notaufnahme. Studentin Leonie war auf ihrer Fahrt von der Uni einer Paragliderin gefolgt, weil diese völlig benommen wirkte. Dann kam es zur Bruchlandung. Hallo? Hören Sie mich? Haben Sie das gesehen? Ja, ich bin da gefahren. Wie ist sie denn? Ich gehe mal eine Trage besorgen, einen Stiffneck auf. Ja, ich habe schon von unten gesehen. Sie hat irgendwie die Kontrolle verloren. Ich weiß auch nicht. Okay. Hören Sie mich? Uns hatte eine Passantin rausgerufen, die zufällig den Unfallhergang gesehen hat. Wir wussten von nichts. Und dann lag da jemand mit so einem Paragleitschirm. Die Frau war nicht ansprechbar. Wir wussten überhaupt nicht, was Sache war. Und es war auch sehr verwunderlich, dass sie direkt bei uns vor der Einfahrt gelandet ist. Ah, wie ist das denn passiert? Haben Sie das mitbekommen? Haben Sie das gesehen? Ja, ich bin da, wie gesagt, schon bin da gefahren. Und dann habe ich von oben gesehen, wie sie die Kontrolle verloren hat. Also irgendwie war das Mensch schon gar nicht. Haben Sie gesehen, ob sie irgendwo draufgefallen ist? Direkt hier rein. Wir haben die Patientin dann erst mal von ihrem Fallschirm befreit und grob untersucht, geguckt, ob sie noch Puls hat, ob sie noch einen Kreislauf spürbar hat, ob sie noch atmet. Gott sei Dank konnten wir dann einen Kreislaufstillstand ausschließen. Wir haben sie dann mit einem Stiffneck versorgt, für den Fall, dass sie sich eben an der Halswirbelsäule verletzt haben könnte, und dann möglichst schnell in den Schockraum gebracht. Ja, tut's weh? Haben Sie Schmerzen irgendwo? Da tut's weh? Zeichnen. Oh ja, das ist ordentlich ein Bluterguss auch. Ja. Becken scheint stabil, aber... So. Mach mal einen Ultraschall. Ich habe dann einen Fast-Ultraschall gemacht, wo man an vier bestimmten Stellen am Körper guckt, ob sich da freie Flüssigkeit befindet. Das sind eben Hinweise auf innere Blutungen. Zum Glück konnte ich sowas nicht feststellen. Trotzdem konnten wir auf eine CT-Bildgebung dann nicht verzichten. Sie kriegen jetzt was gegen die Schmerzen. Ja, und wir fahren jetzt gleich einmal in die Radiologie und machen ein Spiral-CT, ja, um zu gucken, ob sie irgendwo was gebrochen haben. Ich habe die Schirme ein bisschen beiseite geräumt und ist mir jetzt das Portemonnaie aufgefallen. Okay. Ne? Ja. Guck ja? mal, ob da ein Perso drin ist. Anja, ja. Sagt alles sie. Alles klar, sie. Danke. Ja. Anja Bender. Anja Bender ist ihr Name, okay. Gut, okay. Das heißt, das weiß ich ja schon mal. Also so ansatzweise orientiert ist sie. Also als wir sie dann im Schockraum hatten, lief das eigentlich nach Schema F. Die Ärztin fängt an, alles abzutasten, guckt, ob die Patientin bei Bewusstsein ist, ob die Atmung frei ist, also wirklich das komplette Programm. EKG wird angelegt, sofort einen Zugang gelegt, falls sie dann doch noch mal kollabieren sollte. Blutabnahme läuft. Also eigentlich, auch wenn es dann für Außenstehende sehr, sehr wuselig aussieht, ist das für uns dann eigentlich schon wieder so ein Ablauf, in dem wir uns sehr sicher fühlen. Gut, das war jetzt ganz schön dramatisch. Also Sie haben alles richtig gemacht, ja. Dass Sie direkt Bescheid gesagt haben, wir haben jetzt auch auf den ersten Blick nichts Schlimmes feststellen können. Ihre Vitalparameter waren stabil. Ich hatte auch keine Hinweise, dass sie innere Blutung hat. Ja, und wie kann das sein? Also ja, ist uns auch nicht so ganz klar, was da passiert ist. Wir gucken jetzt erstmal, dass sie sich nichts gebrochen hat, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Nur, dass mit dem Kopf alles in Ordnung ist, weil sie eben nicht so richtig gut ansprechbar war. Das kann natürlich sein, bei dem ganzen Stress, den man da hat, bei diesem Schock, dass sie unter Schock steht. Kann aber auch sein, dass sie vielleicht auf den Kopf irgendwie gestürzt ist. Hat sie wieder ihr Bewusstsein? Oder? Ihr Bewusstsein hat sie, genau. Sie ist auch orientiert soweit, ne? Aber so ein bisschen kann nicht wirklich richtig gut mit uns sprechen. Ja. Deswegen müssen wir jetzt einmal gucken, dass da nichts Ernsthaftes passiert. Ich versuche jetzt mal hier rüber irgendwie jemanden ausfindig zu machen. Ja, das wäre gut. Ja. Ich lasse meine Nummer da, können Sie mir irgendwie Bescheid geben. Na klar, sicher. Geben Sie das vorne ab. Ja, natürlich. Danke. Machen wir gern. Studentin Leonie kann die nächsten Stunden nur an den dramatischen Absturz der ihr vorher unbekannten Frau denken. Bis die Ergebnisse aus der Radiologie da sind, nimmt sich Assistenzärztin Julia Buschmann zunächst Zeit für die 14-jährige Kim und ihre Mutter. Der Teenager hat es eilig, aus gutem Grund. Ich bin auf der Geburtstagsparty meiner Freundin eingeladen. Und ich wollte so tolle LED-Lashes dran machen. Ich sehe schon. Und mit Wimpernkleber hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich mir den Sekundenkleber geholt und habe das damit festgemacht. Mit Sekundenkleber? Ja. Oh Gott, das sollte man aber nicht machen. Damit die Haut festkleben und erst recht nicht im Augenbereich. Tut das denn jetzt weh? Ja, oder was? Das tut total weh hier und da. Und ab kriegst du es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Gut. Allergien gegen irgendwas bekannt? Ja. Gegen Kleber schon mal allergisch reagiert? Nichts. Okay, gut. Dann
mal die Augen weit aufmachen. Mal gucken. Gut, in die Augen ist nichts gekommen. Weißt du das noch? Also, brennen die Augen denn? Ein bisschen auf den Augenlidern. Gut, nee, scheint aber soweit in Ordnung zu sein. Gut, wir müssen das einmal abmachen. Ne, machen wir mit Vaseline. Ich habe jetzt hier erstmal noch ein bisschen. Gut, mal Augen zumachen. Nase drauf gemacht. Können Sie bitte wegen dem Make-up aufpassen? Gibt wirklich Wichtigeres als dein Make-up. Das können wir auch zu Hause. Das hat lange gedauert. Schatz, das können wir alles zu Hause neu machen. Gut, Augen zu und bitte zulassen auch. Beeilen Sie sich bitte, ich muss noch auf diese Party. Naja, aber ich glaube, wichtiger ist jetzt erstmal, dass die Ärztin das hier in Ruhe abmacht, ohne dass du irgendwelche Probleme an deinen Augen hast, ne? Diese Party ist echt wichtig. Ja, deine Augen, glaube ich, mehr. Augen zulassen, bitte. Ja, Industriekleber oder vor allem auch Sekundenkleber sollte man niemals in Kombination mit der Haut oder erst recht nicht mit Schleimhäuten oder dem Auge verwenden. Das klebt extrem doll und ist sehr, sehr schwer wieder zu entfernen. Man kann außerdem auch lokal gereizt oder allergisch darauf reagieren. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Das ist aber schon gut gerötet, ne? Ja. Gut. Also die Frage ist wirklich, ob man da jetzt mal irgendwas am Make-up drauf machen sollte, ohne dass es dann. Also das Make-up muss mal runterbleiben. Ja. Das, also heute mindestens kein Make-up drauf. Und ich würde mal einmal mir in der Apotheke da um die Ecke das Augentropfen holen, dass das Auge ein bisschen geschont wird und ein bisschen Creme. Weiß nicht, ob Sie Bepanthen zu Hause haben. Ne, so kann man mal so ein bisschen eincremen und für die Augen halt tropfen. Ne, dass da, falls da doch Klebebestandteile ins Auge gekommen sein sollten, nur, dass das rausgespült wird. Ja. Kann ich denn jetzt auf die Party? Ja, auf die Party können Sie, kannst du schon, aber wie gesagt, keine Schminke. Wenn man Kontakt an der Haut hat mit solchen Klebern, sollte man versuchen, das abzuwaschen. Wenn das schon festklebt und gerade mit irgendwelchen Kunststoffmaterialien in Kontakt kam, die dann festkleben an der Haut, dann sollte man das nicht einfach abreißen. Man kann versuchen, das mit Vaseline vorsichtig zu entfernen. Wenn das nicht funktioniert, sollte man einen Arzt aufsuchen, den Hausarzt oder im Zweifelsfall auch in die Notaufnahme gehen. Inzwischen erreicht der Mann der verunglückten Paragliderin die Klinik. Schwester Nadine hatte den Logopäden angerufen. Noch hat der 38-Jährige keine Ahnung, was genau passiert ist. Ihre Frau ist direkt vor unserer Tür mit dem Fallschirm beim Paragliding abgestürzt. Paragliding? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Paragliding? Wussten Sie gar nicht, dass sie das gemacht hat? Nein. Nein. Okay. Also Paragliding, das einzige Mal, wo wir Paragliden waren, das war vor einem halben Jahr, als sie von ihrer Schwester einen Tandemsprung geschenkt bekommen hat. Okay. Und seitdem hat sie das sonst nie wieder gemacht? Nee. Der Herr Bender, der konnte überhaupt nicht verstehen, was da passiert ist. Der wusste nämlich überhaupt nichts davon, dass die Patientin dieses Paragliding betreibt. Und der ist da wirklich aus allen Wolken gefallen. Zum Glück haben Sie sich nicht größer verletzt. Sie haben da eine dicke Prellung. Das wird auch noch ordentlich wehtun in den nächsten Tagen im Beckenbereich. Aber ansonsten ist es nichts gebrochen. Ja, und vom Kopf her wäre es möglich, dass Sie so eine leichte, durch den Aufprall Gehirnerschütterung haben. Aber es ist nichts Schwerwiegendes. Keine Hirnblutung und auch kein Bruch. Mensch, Schatz, was machst du denn für Sachen? Sag mal. Gibt es denn irgendwelche Vorerkrankungen? Irgendwas, was erklärt, warum sie da die Kontrolle verloren hat? Naja, sie hat jetzt seit ein paar Jahren leidet sie an Endometriose und wir versuchen jetzt schon seit ewigen Zeiten ein Kind zu bekommen, aber es hat halt bis jetzt nicht funktioniert. Okay, gut, aber das erklärt ja zumindest nicht, warum sie jetzt da abgestürzt ist. Ja, Endometriose ist eine Erkrankung, wo die Innenschicht der Gebärmutter, die Auskleidung, versprengt ist, theoretisch an allen möglichen Stellen im Körper. Das kann zu mehr oder weniger großen Beschwerden führen und leider auch dazu, dass die Patienten häufig Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen. Oh, ist hier schlecht. Ist Ihnen übel? Was hat sie? Ist Ihnen so schlecht? Dann würde ich sagen, dass wir mal noch mal einmal einen Blutwert abnehmen, um eine Schwangerschaft auszuschließen. Okay. Und ich würde sie auch einmal zu den Gynäkologen schicken, dass die mal gucken. Nicht, dass das vielleicht die Ursache ist. Die 35-jährige Servicekraft wird zudem zur Beobachtung auf Station verlegt. Am nächsten Tag geht es der Patientin schon viel besser. Und die Assistenzärztin hat eine Überraschung, die Anja ihre Schmerzen gleich komplett vergessen lässt. Ja, ich habe positive Nachrichten für Sie beide. Wir haben ja gestern noch mal diesen Blutwert abgenommen, den Beta-HCG-Wert, der ist ausgewertet. Und der ist tatsächlich deutlich erhöht.
Und der Gynäkologe hat das auch bestätigt, dass sie tatsächlich schwanger sind. In der 8. Schwangerschaftswoche. Schatz. Nein, das ist unmöglich. Das kann... Er hat mir noch was in die Akten gelegt. Extra für Sie. Wenn Sie mir das nicht glauben. Schatz. Nein, das kann... Wow. 8. Woche, sagt er, legt er sich fest. Ja, auf die Visite am Folgetag bei der Frau Bender habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich war auch sehr froh, dass der Mann schon dabei ist. Denn da konnte ich den beiden dann verkünden, dass ihre jahrelange Hoffnung jetzt doch erfüllt wird und sie tatsächlich schwanger ist. Das wurde zwar auch schon angesprochen am Vortag, aber da war die Frau Bender, glaube ich, so durcheinander und mit dem Schmerzmittel behandelt, dass sie das überhaupt nicht realisiert hat. Mein Mann und ich, wir versuchen halt schon so lange ein Kind zu bekommen. Und es hat halt durch meine Endometriose nie funktioniert. Und ich habe dann vor ein paar Monaten von meiner Schwester so einen Tandemflug geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und das war so toll. Und ich habe mich in der Luft einfach so frei gefühlt. Aber Robert hatte halt sich so unwahrscheinlich Sorgen deswegen gemacht. Und na, jetzt habe ich letzten Monat halt heimlich diesen Flugschein gemacht. Und ich habe das dann halt immer gemacht, wenn er länger arbeiten musste, weil wenn ich in der Luft bin, dann kann ich meine ganzen Sorgen vergessen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eigentlich schon mit dem Thema Kinder abgeschlossen durch meine Krankheit halt. Und deswegen habe ich mir da, ich habe mich auch nicht geschont oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach nur für diesen Moment das halt alles vergessen. Und ja, dann bin ich halt gestern geflogen und naja, mir wurde dann auf einmal so schlecht und dann habe ich noch von Weitem das Rote Kreuz auf dem Dach gesehen und habe gedacht, das muss ein Krankenhaus sein und habe dann alles versucht, irgendwie in diese Richtung noch zu landen, weil ich hatte den Schirm nicht mehr unter Kontrolle, gar nichts, weil mir halt so übel wurde. Und okay, dann haben wir die Übelkeit ja jetzt auch erklärt. Hm? Und vor allem eine schöne Geschichte, wenn ihr Kind mal alt genug ist. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Das ist ja noch alles gut gegangen. Ja. Genau. Ne? Der Gynäkologe kommt auch noch mal und bespricht das noch mal mit Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Wann Kontrolluntersuchungen stattfinden und was man gegen diese Übelkeit machen kann. Dankeschön. Ja? Okay. Gut, ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Ja, vielen Dank. Ja, auch für das Kind. Vielen Dank. Gut, aber das ist doch jetzt mal ein schöner Ausgang für die Geschichte. Dankeschön. Ja, die Frau Bender hat eine recht gute Prognose. Dem Kind ist Gott sei Dank bei dieser ganzen Prozedur nichts passiert. Und ich werde sie auch jetzt, ich denke, am nächsten oder übernächsten Tag wieder entlassen können und hoffe, dass ich sie dann erst in 7 Monaten wiedersehen werde. Das Ehepaar kann sein Glück kaum fassen. Die Patientin war seither nie mehr paragliden und hat 7 Monate später eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Die stolzen Eltern haben ihr Kind nach der Studentin benannt, die Anja nach ihrer Bruchlandung so selbstlos geholfen hat, Leonie.